Laut Gesetz brauchen wir zwei wirksame Sicherungen gegen das Wegrollen von unserem Auto. Und welche beiden wir haben, das schauen wir heute an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt möchte ich weiter vorne am rechten Fahrbahn an der Bergsicherung machen. Und zwar direkt nach dieser Kurve. Dann schaue ich jetzt schon mal in meinen Spiegel, Aussenspiegel, Seitenblick, setze den Blinker und fahre hier näher an den Randstein hin, ca. 10 bis 20 cm Abstand. Das sehe ich am besten im rechten Aussenspiegel hinfahren. Dann nehme ich das P, lenke voll auf die linke Seite ein und die Handbremse anziehen und schalte dann den Motor ab. Wenn ihr mit dem geschalteten Auto unterwegs wärt, dann habt ihr eine leicht andere Reihenfolge. Ihr würdet zuerst, bevor ihr die Handbremse anzieht, würdet ihr Brems- und Kupplung lösen, damit das der erste Gang einhängen tut. Ansonsten, vom Einlenken bleibt sich das genau gleich. Und warum, dass wir das jetzt so machen, mit der Einlenkung gegen links und ebenfalls, dass wir so näher hinfahren, den Randstein, das schauen wir jetzt von draussen an. Wir haben ja am Anfang mal gesagt, wir brauchen zwei wirksame Sicherungen gegen das Wegrollen. Zum einen haben wir die Handbremse und zum anderen hätten wir eigentlich den ersten Gang oder jetzt hier beim Automat P-Position. Aber hier bergauf ist es nicht mehr sicher, ob es P oder den ersten Gang wirklich hält. Deswegen haben wir jetzt die Räder eingeschlagen. Und zwar bergauf lenken wir vom Fahrbahnrand weg und bergab, ich tue nachher dann ein Bild einblenden, würden wir gegen den Randstein lenken, so dass die lenkbare Achse der kürzeste Weg hat hier an den Randstein dran. Und deswegen brauchen wir ungefähr einen Abstand von 10 bis 20 cm, so dass der Pneu möglichst schnell hier an den Randstein kommen würde. Dann, was einmal möglich wäre, dass ihr keinen Randstein habt oder dass die Experten an der Prüfung fragen, ja sie, wenn sie jetzt nicht sicher wären, ob das Auto hier hebt, was könnten sie jetzt zusätzlich machen? Und nachher hätten wir entweder hier einen Keil, den wir unterlegen können. Und den unterlegen wir am Fahrbahnrand. Aus zwei Gründen eigentlich. Erster Grund, ich muss nicht hier auf der Straße stehen, den hier platzieren und wieder wegnehmen. Also es geht um meine eigene Sicherheit. Und zweiter Grund, wenn man ihn vergessen würde, hier, der würde am Fahrbahnrand liegen bleiben und nicht mit auf der Straße. Allenfalls, falls ihr keinen so einen Keil dabei hättet, ist ja nicht Pflicht. Was finden wir in der Natur raus? Zum Beispiel einen Stein, den wir ebenfalls genau am gleichen Ort platzieren können. Und dann hebt das Auto. Falls euch das Video jetzt gefallen hat, gebt einen Daumen gegen gut. Und wenn ihr in Zukunft nichts möchtet verpassen, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke. Bis dahin, habt euch Sorge und fahrt vorsichtig.